Guten Morgen, schön, dass ihr alle wieder hier auf meinem Kanal Künstlerstreich seid. Ich möchte heute einfach abschalten, habe mir Werkzeuge hingelegt, den Pinsel, den Wischer und habe auch eben noch so einen Rest Kreide hier gehabt und ja, den möchte ich jetzt noch aufbrauchen sozusagen und mit den losgelöst kritzeln und ja, loslassen, einfach abtauchen, hier rumkritzeln. Keine Gedanken machen. Vielleicht hast du noch irgendwo ein Stück Kreide. Noch so ein kleines Restchen reicht. Und das wollen wir auch gleich als Pigment mal nutzen. Deshalb kannst du ruhig ordentlich drauf rumkritzeln. Ja, das war doch schon einfach. Jetzt nehmen wir Wasser dazu. Also wirklich, wir wollen es heute ein bisschen fließen lassen. Richtig auch auf der Leinwand. Deshalb, ja, gib da ein bisschen mehr Wasser ruhig zu. Und dann nehmen wir einfach mal die Hand und verstreichen das Pigment jetzt, vermischen das mit dem Wasser und ja, das ist einfach schon ein schönes Gefühl, das einfach machen zu können. Nimm auch einfach mal den Fensterwischer, löst so ein bisschen das Pigment wieder an, denn du hast ja jetzt ein Pigment über die Kreide und du siehst, es ist gar nicht so einfach, das wieder zu lösen. Und das macht Spaß jetzt. Du schon fast wie so eine Aquarellfarbe nutzen. Die läuft genau bis dahin, wo das Wasser ist. Jetzt experimentieren wir weiter. Du nimmst einfach deine kleinen Kreidereste, die du hast und zerbröselst die mit, ja, nimm die Nagelbürste, so wie ich jetzt hier. Nimm einfach das, was du da hast und zerkleiner die so ein bisschen. Ja, das ist es schon. Und jetzt schau mal, die Krümelchen hier sehen toll aus. Damit kannst du auch wieder malen, aber die eben auch so toll jetzt verstreichen. Und genau das wollte ich eigentlich sehen. Da habe ich eben so ein bisschen drauf hingefiebert auf diesen Moment, weil das ist immer besonders schön, finde ich. Das macht Spaß. Und jetzt experimentier mal ganz einfach, ganz viel damit. Lass dich überraschen, was da jetzt alles mit passieren kann. Ja, so kann man wirklich abtauchen in die Farbe. Also Grün hat natürlich auch eine schöne Wirkung und es ist wie so ein Spaziergang hier durch den Wald und ich gehe hier einfach so meinen Weg lang. Das tat schon so gut und ja, jetzt zeige ich dir nochmal einen Unterschied zu der Ölkreide. Da löst sich gar kein Pigment ab. Also die haften gleich sehr, sehr gut. Das zerbröselt nicht. Kann man kontrollierter malen. Und wenn das Pigment jetzt trocken ist, würde es wahrscheinlich wieder runterrieseln zum größten Teil. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine weiße Farbe dazu. Und so kann ich ganz unterschiedliche Farbtöne, Farbnuancen reinbringen. Nur über das Pigment, über die Kreide und jetzt über die weiße Acrylfarbe. Jetzt fixieren wir nochmal anders das Pigment, gieße das einfach drüber. So kann ich auch wieder alles monochrom wegwischen. Es macht total Spaß. Ich kann meine Gedanken wieder neu sortieren gerade. Und ja, es hat immer was, finde ich, wenn man dann wieder so auf Null resetten kann.
was Beruhigendes, gerade für mich. Also es entspannt mich total und jetzt ist mir gerade noch was eingefallen. Ich wollte noch dieses Werkzeug nochmal ausprobieren, gucken, ob ich hier irgendwelche Formen finde. Sieht auch schon wieder toll aus, finde ich. Experimentieren wir jetzt mal mit dem Wischer. Der muss natürlich sauber sein. Ich kann jetzt hier direkt mischen. Ich kann es aber auch ganz langsam verstreichen. Je nachdem kannst du es eben auch unterschiedlich einsetzen. Wasser dazu geben, dann läuft es natürlich viel, viel mehr und auch viel, viel mehr ineinander. Ein sehr schöner Grünton ist jetzt entstanden, finde ich. Also ganz soft wieder. Also du kannst damit eben diese Effekte erzielen. Jetzt hier diese schöne nasse Kante kann auch so bleiben. Hier oben sind so tolle Linien drin. Vielleicht siehst du das jetzt. Die Streifen mag ich total gerne. Also man kann einfach immer weiter ziehen. Hier kann ich vielleicht noch ein bisschen Weiß draufsetzen. Da ist schon so ein kleiner Fleck. Also nimm doch das andere. Du siehst, auch ohne Wasser läuft das auch nicht, obwohl es so flüssig ist. So vorsichtig ein bisschen Wasser dazugeben. Vermisch das noch ein bisschen ineinander. Ja, jetzt vermischt es sich etwas. Ja, ein paar Pünktchen passen doch auch. Es war eine schöne experimentelle Reise und ich glaube, du kannst hier heute ganz viel mitnehmen, was Materialkunde angeht, ganz klassisch. Ja, mich hat es einfach total runtergebracht. Ich war ein bisschen ja auch gestresst und jetzt entdecke ich hier ganz tolle Sachen. Also auch im Nachhinein ist es für mich nochmal toll, jetzt zu sehen,
was hier für Landschaften sind. Also es ist für mich hier gerade so eine Landschaft auf dem Kopf. Und ja, so wirklich Fantasielandschaften, ganz viele Details, ganz viele schöne Effekte sind hier drin. Dieses Gold schimmert immer noch mal so ein bisschen durch. Und ja, das Bild erinnert mich jetzt auch immer daran, also an diesen Moment des Abtauchens, zur Ruhe zu kommen, ist wie so ein Spaziergang durch den Wald, das Grün aufnehmen. Und ja, ich hoffe, du malst jetzt auch. Es ist sehr, sehr einfach. Also du kannst mit dem wenigen Material, was ich verwendet habe, so viel erreichen, so lange malen. Und ich hoffe, du machst es einfach. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Also einfach machen und einen ganz schönen Sonntag. Tschüss! Wenn das Bild am Ende nichts wird, dann kann das wirklich die Stimmung in den Keller bringen. Das verstehe ich. Das lese ich auch immer wieder in den Kommentaren. Und ich versuche jetzt mit diesem Video gerade, dich da so hinzuführen, dass du vielleicht erstmal nur eine Farbe nimmst und experimentierst und dich davon löst, dass am Ende irgendwas Tolles dabei rauskommen muss, deine Erwartungen einfach zurücknimmst und versuchst, den Prozess als solches zu genießen. Und dabei habe ich eben ganz viele Sachen eingebaut, damit du dich mehr auf das Experiment konzentrieren kannst. Und du kannst dabei sehr, sehr viel lernen. Also du lernst das Material kennen und kannst dann immer noch ganz tolle Kunstwerke schaffen. Ich hoffe nur, dass du dich vielleicht von deiner Erwartung ein bisschen löst und den Druck rausnimmst und ja, die Ruhe findest, die die Malerei so mit sich bringt. Dazu habe ich auch was auf meinem Blog stehen. Da kannst du nochmal aufgucken, auch wie dann die Kreide auf Acryl haftet. Da kannst du auch nochmal gucken. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim entspannten Spaziergang durch das Grün. Und ja, schön, dass du hier bist. Mach's gut. Tschüss.